just what I need, Paulie. Don't put me in an auto. Aber der Nebel steigt noch ein bisschen. Wurzschock 2, 20%. Jetzt kaufen. Erscheint am 15.11. der Deluxe Edition. Minus 20% für 59 Euro. Ein digitaler Inhalt. In der Gold Edition hast du einen Season Pass dabei. Gold Edition. Kostet 90 Euro. Wenn ich jetzt vorbestelle, kostet es 10 Euro weniger. Normalerweise, also Watch Dogs 2 wird in der Gold Edition einfach mal 100 Euro kosten. So, dann gibt es Watch Dogs 2 in der San Francisco Edition. Da ist San Francisco Edition ist eine Figur drin, Lithografie, Karte von San Francisco und DedSec Laptops. Dann gibt es die Return of the DedSec Edition. Die ist noch nicht ausverkauft und kostet 139 Euro. Da ist drinne. Ist noch nicht, Alter. Welche ist denn das? Return of the DedSec. Achso, das ist die größte. Da ist die Figur nicht drinne. Dafür eine andere Figur. Exklusiv 64-seitiges Artbook, Karte von San Francisco, Sticker und. That's dumb luck right there. Was anderes. Boah, ist das frech, Alter. 139 Euro, obwohl es halt, na gut, ist eine Collector Edition.
dann gibt es noch eine Roboter Collector's Edition. Da ist ja. Das kostet auch 140 Euro. Aber da ist nur der Roboter drin. Weder eine Karte noch sonst irgendwas. Ey, das ist krass. Das heißt, wenn du alle Figuren haben willst und sowas, dann musst du 1, 2. Das war so geil. Also bei Fallout 3 hast du richtig was für deine Kohle bekommen. Und hey, machen wir uns nichts vor, es hat glaube ich 25 Euro damals gekostet. Weißt du, das ist halt absolut übersichtlich. Ja, und du hast halt nochmal irgendwie, weiß nicht, 200 Stunden oder so dazu gekriegt. Ja, halbes, dreiviertel Jahr, 200 Attacken weg. Ist doch... Nee, ist so lange nicht. Meinst du, ist ein Jahr? Ja, die habe ich mir einfach vom Sommer geholt. Auf jeden Fall einfach mal so 200 Tacken runter. Und fett. Ja, das ist krass. So einen Preisverfall hast du bei der PlayStation nicht. Ja, ja. Mit der neuen Konsole soll es in 4K kommen. Ja, aber auf jeden Fall kann ich da mal ein paar andere Inhalte wiedergeben und so. Ja. Nee, ich weiß, aber ey. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? Final Fantasy, die ganzen Tech-Demos, die sie zeigen, weißt du, alles mit DirectX 12 und alles bombastische Grafik. Und dann bringen sie das Spiel nicht für PC raus. Ich verstehe es einfach nicht. Aber, Mann, ey, dieses Spiel, weißt du, das sieht jetzt schon so geil aus. Du kannst mir, also ich schwöre, diese ganzen Tech-Demos, die sie zeigen, die liefen alle auf dem PC. Kann mir keiner erzählen, dass sie es mit einer Konsole wiedergegeben haben. Wie bei der Xbox-Demo, wo mit einmal der Windows-PC abgekackt ist. Kannst du dich an die E3 erinnern? Hello.
too close.